Taskforce Bahnstandort Cottbus. Unter diesem Titel trafen sich am vergangenen Freitag Vertreter aus Politik und Wirtschaft bereits zum zweiten Mal, um den Bau des neuen ICE-Instandhaltungswerkes zu begleiten. Geleitet wird die Taskforce von Ministerpräsident Dietmar Woidke und der Vorständin für Digitalisierung und Technik der Deutschen Bahn, Daniela Gerd-Tom-Markotten. Optimistische Mienen bei den Verantwortlichen, denn der Neubau des ICE-Werks läuft nach Plan. Also erstmal liegen wir sehr gut im Zeitplan. Im Januar werden die ersten ICE-Züge hier gewartet. Und das hat mich schon heute sehr gefreut, weil es ist schon eine große Herausforderung. Wenn man sieht, was hier entstanden ist, eine 700 Meter lange Halle, dann glaube ich, ist das schon mal weltrekordverdächtig, auch was die Deutsche Bahn betrifft. Das modernste Bahnwerk entsteht hier in Cottbus. Zusammen mit einer weiteren Halle, die voraussichtlich 2026 fertiggestellt wird, sollen 1200 zusätzliche Industrie-, Arbeits- und Ausbildungsplätze entstehen. Die Bauarbeiten stehen selbst während des Pressetermins nicht still. Glücklich zeigt sich daher auch die Vertreterin der Deutschen Bahn. Das Projekt scheint einen echten Synergieeffekt zu entwickeln. Die Wahl des Standortes für die Bahn alles andere als unlogisch. Ja, für uns ist es ein idealer Standort, weil wir schauen mussten, wo können wir das ICE-Instandhaltungswerk bauen. Und wir haben hier schon einen Nukleus, hier gibt es ja schon ein bestehendes Werk. Und die Voraussetzungen waren für uns hier ideal. Und das bestätigt sich jetzt gerade auch in der Zusammenarbeit mit der Stadt Cottbus und dem Land Brandenburg. Und selbst das Thema Nachhaltigkeit spielt bei den Bauarbeiten eine Rolle. Auch wenn es optisch nicht sofort auffallen mag, aber dieser Beton ist grün. Ja, das ist uns extrem wichtig als Deutsche Bahn sowieso und vor allen Dingen auch schon während des Werkebaus das Thema Nachhaltigkeit zu fokussieren. Und da freue ich mich, dass wir hier das erste Mal den grünen Beton einsetzen können, der uns 30% weniger CO2-Emissionen und 30% weniger Energie beschert. Und noch schöner ist, dass wir das gemeinsam mit einem Cottbusser Start-up, der Sonocrete, machen. Ein klarer Wunsch seitens des Ministerpräsidenten ist es, dass hier nicht nur ICE-Züge gewartet werden, sondern dass Cottbus auch eine entsprechende Anbindung im ICE-Netz erhält. Das ist bisher aber noch Zukunftsmusik. Fest steht nur, dass man sich mittelfristig noch besser an die Metropolen Berlin, Breslau und Prag anbinden möchte. Zudem soll die Verbindung innerhalb der Lausitz optimiert werden. Und natürlich arbeiten wir gleichzeitig daran, dass die Verkehre sich verbessern. Momentan mit Hochdruck, das ist auch eine Diskussion gewesen heute in der Taskforce, der Ausbau der Zweigleisigkeit zwischen Lübbenau und Cottbus. Auch das ist ein langer Prozess. Wir haben 2015 als Land Brandenburg schon die Planungskosten übernommen, weil es keinen Fortschritt auf der Bundesebene damals gegeben hat. Jetzt rechnen alle damit, dass es im Jahr 2027 spätestens soweit sein kann, dass diese Zweigleisigkeit wiederhergestellt ist. Sie ist immens wichtig, weil wir damit völlig andere Möglichkeiten haben, was die Verkehre Richtung Berlin betrifft. Ich habe nach wie vor das Ziel, dass wir 3 Züge pro Stunde Cottbus Berlin haben und also Zugpaare denn jeweils hin und rein und raus. Und das würde natürlich für alle Vorhaben, die wir hier in der Lausitz haben, Bahnwerk, Universitätsmedizin, Lausitz Science Park, nochmal eine richtig gute Ergänzung sein. Und was die ICE-Verkehre betrifft, auch das bleibt mein Ziel. Wir haben mit Michael Kretschmer das schon seit Jahren immer wieder diskutiert. Es macht ja wenig Sinn, wenn wir hier die ICE-Züge warten, gleichzeitig Cottbus aber keinen ICE-Verkehr bekommt. Aber erstmal ist jetzt für uns der nächste wichtige Schritt der zweigleisige Ausbau. Der allerwichtigste Schritt, erstmal die Hallen fertig zu kriegen, dann in den vollen Betrieb zu gehen, 1200 neue Arbeitsplätze, dann den zweigleisigen Ausbau zu haben, dann die Verkehre Richtung Berlin insgesamt verbessern und wenn dann der ICE noch dazu kommt, ist es das Sahnehäubchen obendrauf. Dankeschön.